auszustellen, nachdem so viele Kunstwerke zusammenkamen, kam in meinem Urlaub in Spanien, als ich zur Ruhe kam. Ich habe Herrn Flügel vorab eine SMS geschrieben und dachte, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder fragt er, haben Sie zu lange in der Sonne gelegen, oder er sagt, die Idee ist klasse. Und die Idee fand er klasse, diese Rückmeldung kam sofort. Was als kleine Idee, den Kindern etwas zu basteln oder etwas Kunst näher zu bringen, anfing, endete oder endet heute mit einer großartigen Kunstausstellung in der Warschen Fabrik. Und wenn man sich vorstellt, ich habe hier ein Bild, mit diesem Bild, mit dieser Skulptur begann alles. Junge und Mädchen war ein Projekt mit der Bildhauerin und Schwester Christophera von der Abtei St. Hildegard, die erst etwas skeptisch dem Projekt gegenüberstand, aber auch dann Feuer und Flamme war für die Ideen und die Innovation, die die Kinder in sich trugen. Die in den letzten Jahren eben ganz vielfältige Ideen mit eingebracht haben, wie man Kunst umsetzen kann, um sie den Kindern nahe zu bringen. Das ist oft gar nicht so einfach, wie man sich das denkt. Klassisches Zitat aus einem elterlichen Haushalt: Kind, mal doch mal ein schönes Bild. Ja, dann definieren Sie mal bitte schön. Und das machen Sie dann dem Kind noch deutlich. Das ist gar nicht so einfach, das in andere Worte zu kleiden und das Kind mit an die Hand zu nehmen und an die Kunst ranzuführen. Das ist Ihr tägliches Geschäft gewesen. Das haben Sie ganz großartig und unglaublich kompetent gemacht, machen das jeden Tag und werden das auch zukünftig machen. Vielen, vielen Dank Ihnen allen. Bye.